willkommen zu Daily Vlog Nummer 18 und heute ist das angekündigte Q&A. Zum Glück habe ich das richtig gesagt, weil ich habe gestern die ganze Zeit FAQ gesagt, aber Q&A, heute ist das groß angekündigte Q&A und ihr habt auch viele Kommentare geschrieben, Dankeschön nochmal dafür. Ihr habt wirklich, ich glaube es ging 25 Kommentare waren es schon, die ihr mir geschrieben habt. Und die werde ich jetzt auch dann demnächst gleich vorlesen. Heute gehe ich noch kein Amtsblatt austragen. Das ändere ich auf morgen. Morgen werde ich wieder um 5 Uhr aufstehen. Wie letzte Woche. Das Video ist hier oben verlinkt, falls ihr das noch ansehen wollt. Da bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden. Und habe Zeitung ausgetragen. So werde ich das morgen auch machen. Aber jetzt erstmal zum Anfang zurückzukommen. Heute ist das Q&A. David kommt heute noch so zu mir, da müssen wir für Different drehen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt mal mit den ersten Fragen des Q&As. So Leute, das Q&A, meine Antworten auf eure Fragen beginnen jetzt. Und zwar, als erstes muss ich schnell mal ein paar, drei Fragen beantworten, die mir nicht auf YouTube gestellt worden konnten. Entweder da sie gerade kein Datenvolumen haben und hier, was hat er gesagt, er ist gerade in Moskau. Niklas ist gerade in Moskau und er hat mich gefragt, ob ich das AMG oder die WLRS mehr mag. Und zur kurzen Erklärung, falls ihr nicht von hier, also ja, es sind beides zwei Schulen und ich war auf beiden Schulen. AMG ist ein Gymnasium, WLRS ist eine Realschule und auf der WLRS bin ich jetzt. Und das AMG fand ich von der Location her fand ich das viel besser. Das heißt, in der Pause konnte man dann mal um den See gehen, fand ich viel besser, aber auf der WLRS finde ich die Lehrer viel besser, also die WLRS. Also die erste Frage wurde mit der WLRS beantwortet. Das ist wie gesagt, das sind beides zwei Schulen. Dann die zweite Frage kam von der lieben Annika und sie hat geschrieben, schlechteste Note, die du jemals hattest. Und da muss ich wirklich ganz kurz überlegen. Ich glaube, die schlechteste Note, die ich jemals hatte, war eine 4 bis 5 auf dem Gymnasium in Mathe. Kurz bevor ich gewechselt bin. Das war, glaube ich, die schlechteste Note, die ich hatte. Schlechter, ich glaube, ich hatte noch nie eine Klasse 5 oder so. Also, schlechteste Note, 4 bis 5. Dann hat die Celine mich noch gefragt. Das muss ich schnell raussuchen. Ich finde es gerade irgendwie nicht. Hier, Celine hat geschrieben, vergeben, Fragezeichen. Nein, ich bin nicht vergeben, ich bin Single. Dann gehe ich jetzt schnell mal auf die YouTube-Kommentare, denn da haben mir wirklich viele, viele, viele Leute ein paar Fragen gestellt. Ich würde sagen, ich beantworte jetzt noch 5 Fragen und dann später, dass ihr auch schon dranbleibt bis zu den anderen Fragen, werde ich noch andere Fragen vorlesen. Aber jetzt als erstes mal, so, ihr habt mir 20 Kommentare geschrieben und ich werde jetzt erstmal 5 oder 6 beantworten. So. MartinGo94 schreibt, kannst du mal einen E-Scooter kaufen? Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Nur, falls ihr mich unterstützen wollt, dann lasst ein Abo da, dann kann ich das umso früher machen. Denn, ja, so ein E-Scooter kostet schon 400 Euro, deswegen jetzt noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal in Zukunft machen. Also abonniert den Kanal und vielleicht werdet ihr in Zukunft sowas sehen. SeesSoos schreibt, Felix, wie findest du es, dass PewDiePie jetzt Minecraft-Videos macht? Ich finde Minecraft-Videos eigentlich ganz okay, gut. Kommt halt drauf an, in welcher Version. Aber ich finde Minecraft immer noch eins der besten Spiele an der Stelle. Otto Jalol fragt, Hashtag Q&A, haben Zebras schwarze oder weiße Streifen? Zebras haben schwarze Streifen? Ich weiß es nicht, ich glaube aber, die haben schwarze Streifen. ZHypix schreibt, hast du vor, einen Gaming-Channel zu machen? Ich weiß noch nicht, also ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich glaube, ich werde keinen Gaming-Channel machen, denn, ja, so, ich weiß nicht, Gaming passt erstmalig nicht zu mir. Vielleicht werde ich es aber trotzdem irgendwann mal machen, vielleicht auch mit David zusammen, werde ich mal schauen. Danke für deine Frage. Vanessa.122 schreibt Lieblings-YouTuber? Fragezeichen. Mein Lieblings-YouTuber ist, glaube ich, momentan, oh, das ist schwierig, weil ich schaue sehr viele YouTuber. Ich finde aber auf jeden Fall Different natürlich ganz toll. Abgesehen von meinem eigenen Zweitkanal oder halt Different, finde ich Felix von der Laden auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert und auch so ein bisschen vorbildsmäßig. Und Oscar finde ich auch ziemlich stark. So
von den Videos her. Sonst schaue ich mir aber so auf YouTube generell Motivationsvideos an. Egal, ob es um Lernen geht, egal, ob es um erfolgreich werden geht, Motivationsvideo, egal von wem, geht immer. Juliane W. schreibt, hattest du schon mal eine Beziehung und wenn ja, wie war sie? Da ich vorhin schon die Annika als Kommentar erwähnt habe, ja, ganz früher war ich mal mit Annika zusammen. Genau, sie wollte sowieso, dass ich mal das erwähne. Wenn ich sowas erwähne, hat sie mal geschrieben, von daher, genau. Der Rightbacker schreibt, danke, dass du mich erwähnt hast, kein Problem, bitte, bitte. Ich würde sagen, das war's mit den ersten Q&A-Kommentaren und später machen wir weiter mit den nächsten Q&A-Kommentaren, aber jetzt erstmal gibt's erstmal Real Life Shit. So Leute, wir sind jetzt hier an unserer Stelle und jetzt werden wir erstmal... Das ist unser Gebiet und jetzt werden wir jetzt erstmal eine... Ihr sprayt hier alles. Zero, das ist unsere Gang. Spaß beiseite, wir werden jetzt hier eine Bottle Cap Challenge drehen für Different. Das hast du doch gar nicht sagen. Das Video ist da oben. Das Video ist da oben verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns... Das verlinkt geht auf unseren Kanal. Ich vergesse es eh. Aber der Ding, ihr seht es später und dann drehen wir jetzt und dann tschüss. So Leute, wir sind jetzt mit unserem Bottle Cap Video fertig. Wir haben auf jeden Fall krasse Sachen gemacht, Bottle Cap mit dem Fahrrad und so. Ich würde sagen, schaut da einfach rein. Es war ja schon mal eine Infokarte. Ist nicht in der Infokarte. Also nicht. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich mit unseren Rädern zurück und werden dann mal schauen, was wir noch so machen. So Leute, ich bin jetzt aus dem Sport zurück, also aus der Krankengymnastik und da haben wir jetzt wieder dieses Zirkelprogramm gemacht, wo ich verletzt war. Deswegen ist es jetzt fast wie Training, dreimal die Woche und jetzt werde ich erstmal duschen gehen. Let's go! So Leute, ich werde jetzt meine Schnecke essen, also so ein süßes Teilchen und dann sehen wir uns später. So Leute, ich bin jetzt vom Duschen auch zurück und ich habe hier, gerade mir so eine Schnecke, so ein Streusel Schnecke Dingsbums und währenddessen lese ich jetzt noch Kommentare von euch vor. Denn ihr habt mir wieder welche gestellt und ich sehe gerade, ihr steht ein bisschen schräg. Das ist besser sein. Und zwar hat vor 42 Minuten der K.A. mich gefragt, wie lange brauchst du immer so zum Schneiden? Und ich muss ehrlich sagen, das variiert ein bisschen. Zum Schneiden brauche ich manchmal länger, manchmal weniger lang. Durchschnittlich kann man sagen. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich... Also ich rechne mal jetzt nicht mit ein, dass die Dauer, bis das Video gerendert und hochgeladen ist. Nur die reine Zeit zum Schneiden, denke ich, schaffe ich jetzt mittlerweile schon in einer Stunde 20 oder so. Mit Thumbnail vielleicht in 1 Stunde 40. Kommt, glaube ich, auch hin. So, der Ridebiker fragt, kann man auch seinen YouTube-Channel hinschreiben? Ich glaube, deine Frage geht daran, dass ich den Top-Kommentar ja mal vorlesen werde und der einen Shoutout von mir bekommt. Und ja, du kannst auch deinen YouTube-Channel hinschreiben, dann kann ich dich auch grüßen, wenn du der Top-Comment bist. Ghost Reaper hat geschrieben, nie wieder Instagram oder nie wieder YouTube benutzen. Und meine Antwort ist ja ganz klar, nie wieder Instagram benutzen, weil ich... Erstens, ich mache meinen Content auf YouTube und zweitens... Schreibt jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr lieber nie wieder YouTube oder nie wieder Instagram benutzen würdet. Also mit dem Hashtag YouTube würdet ihr lieber nie wieder Instagram benutzen, mit dem Hashtag Instagram nie wieder YouTube. Ich bin immer auf YouTube und nicht auf Instagram. Ich finde Instagram in der Hinsicht langweilig, ja. ZTypix hat gefragt, kannst du mal einen Song rausbringen? Jetzt auf jeden Fall noch nicht, aber wer weiß, was sich da machen lässt, weil... Ich bin natürlich ein klasse Sänger, ihr kennt mich ja. So, das waren jetzt die besten Fragen bisher aus den beiden Videos von meinem Q&A. Erstmal danke, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt und mal sehen, was sich heute noch so machen lässt. Wir haben jetzt Viertel vor 7. Ich werde jetzt noch hier meine Schnecke essen und dann sehen wir uns danach wieder.
So, Leute, ich bin jetzt hier, habe ich jetzt schon den Vlog geschnitten für heute und ich hoffe, es hat euch heute gefallen mit diesem Q&A. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mehr solche Sachen sehen wollt. Wenn ihr natürlich Vorschläge habt, sind immer gerne da. Und das heutige Shoutout geht raus an den Ghost Reaper, dem seine Q&A-Frage hat mir am meisten gefallen. Das war ja nie wieder Instagram oder nie wieder YouTube. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare mit dem Hashtag YouTube oder mit dem Hashtag Instagram, auf welcher Seite steht ihr. Wie gesagt, Shoutout geht raus an dich, Ghost Reaper. Und ich würde sagen, wir kreuzen noch unseren Tag hier an. Das war der Dienstag. Der ist auch durchgestrichen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn ihr natürlich die Glocke aktiviert habt, bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und tschüss. Ich hoffe, es euch hat...